damit herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von China Lab. Und im heutigen Video wird es um Bluetooth-Boxen gehen. Ja, ihr seht schon, wir bleiben unseren flachen Gags treu. Naja, egal. Wir nehmen heute diese drei Bluetooth-Boxen unter die Lupe. Alle im Preissegment um die 100 Euro. Wir haben für euch die drei Modelle miteinander verglichen und tatsächlich ist je nach Einsatzzweck für jeden etwas dabei. Das kleine handliche Markengerät von JBL, das schicke Gerät von Tribit mit vollem Klang und das Basswunder von Soundcore. Die Frage, die wir in diesem Video beantworten wollen, können die beiden Geräte chinesischer Herkunft mit dem Markengerät mithalten oder es sogar übertrumpfen und wie schlagen sich die Lautsprecher im direkten Vergleich? Wir könnten euch jetzt zu den Produkten die Datenblätter vorlesen, aber wir glauben, das ist erstens langweilig, zweitens sagt es oft gar nicht so viel über die Geräte aus und drittens könnt ihr euch die technischen Daten ja auch selber durchlesen. Wir berichten euch hier lieber nur von den wichtigsten Features und welche Erfahrungen wir mit den Geräten in den letzten Monaten gemacht haben. Erstmal vorab, alle drei Lautsprecher sind extrem gut verarbeitet und hören sich wirklich sehr gut an. Und man macht hier grundsätzlich in diesem Preissegment keinen Fehler. Aber welcher Lautsprecher am besten zu euch passt, hängt letztlich von euren Bedürfnissen ab. Aber dazu später mehr. Starten wir mal mit dem Äußerlichen. Auffällig ist hier schon mal, dass wir drei komplett unterschiedlich große Geräte haben. Ja, und natürlich die Bluetooth-Boxen sind auch unterschiedlich groß. Und naja, womöglich beeinflusst dies schon eure Wahl. Klein und handlich ist der Lautsprecher von JBL und mit nur 540 Gramm ist er auch der leichteste. Ein knappes Kilo und damit fast doppelt so schwer ist die Tribit. Nichtsdestotrotz sind die Abmessungen immer noch recht handlich. Verdammt, wir wollten ja eigentlich gar keine technischen Daten vorlesen. Naja gut, nur diese hier versprochen. Also mit 2,34 Kilo toppt die Soundcore die beiden anderen Boxen deutlich und auch bei der Größe hat man hier deutlich mehr an der Hand. Das Design ist natürlich Geschmackssache und für viele von euch eher zweitrangig, denn es kommt ja auf die inneren Werte an. Da hätten wir zunächst die Akkus. Die JBL hat einen 4800 mAh Akku. Ach shit, jetzt lese ich ja schon wieder Daten vor. Ach, Soundcore und Tribit haben einen 10.000 mAh Akku und damit schaffen die beiden dann auch bis zu 24 Stunden Laufzeit. Die JBL schafft mit ihrem kleineren Akku in Anführungsstrichen nur bis zu 12 Stunden. Die Laufzeit ist natürlich stark davon abhängig, wie laut ihr Musik hört und ob ihr irgendwelche Special X-Bus Features nutzt, aber bei einer vollgeladenen Box kommt ihr locker durch den Abend. Geladen wird bei allen drei Boxen über USB-C. Ein Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil werdet ihr allerdings nicht finden. Zu erwähnen ist noch die Möglichkeit, die Tribit und die Soundcore als Powerbank zu nutzen. Da dachten wir zuerst, was für ein dummes Feature. Aber in der Praxis kann es dann doch ganz nützlich sein, wenn man mit seinen Freunden einen Nachmittag am See verbringt und merkt, dass sich der Handy-Akku dem Ende nähert. Naja, und dann hat man noch die Möglichkeit, so ein paar Prozent Saft in sein Smartphone zu schubsen. Die Ladezeiten der Lautsprecher verhalten sich wie folgt. Klar, noch mehr Daten. Die JBL mit dem kleineren Akku ist bereits nach 2,5 Stunden wieder voll. Die Soundcore braucht 4 Stunden, die Tribit ist nach 7 Stunden wieder aufgeladen. Das haben wir jetzt nicht explizit getestet und vertrauen hier einfach mal auf die Herstellerangaben. Kommen wir zur Ausgangsleistung und zur Lautstärke. Und hier hatten wir ja schon angesprochen, dass die reinen Werte nicht unbedingt aussagekräftig sind. Die Flip 5 kann 20 Watt vorweisen, die Soundcore 30 Watt und die Tribit 40 Watt. Bei der Endlautstärke muss man sagen, tut sich nicht so viel. Der springende Punkt ist vielmehr, dass jede Box unterschiedlich gut und schlecht für verschiedene Gelegenheiten als auch unterschiedliche Musikgenres abschneiden. Seid ihr eher der basslastige Hip-Hop- oder EDM-Hörer oder muss es doch eher der ausgewogene Klang für eure Klassik- oder Jazz-Vorliebe sein? Wir versuchen uns mal an einer natürlich sehr subjektiven Soundbewertung der einzelnen Boxen. Bei der JBL sind gerade bei höheren Lautstärken die Höhen etwas unausgeglichen hervorgestochen. Die Folgen sind zum Beispiel unangenehme Zischlaute im Gesang und etwas zu präsente Hi-Hats, die auftreten könnten. Naja, und der Größe geschuldet werdet ihr auch nicht von einem unglaublichen Bass überwältigt. Aber man muss hier nochmal ganz klar sagen, dass der Sound für die Größe der Box schon wirklich gut ist. Die Tribit hatte für uns den ausgewogensten Klang. Gerade für einen Tischgebrauch und bei nicht voll aufgedrehter Musik ist der Sound sehr schön abgestimmt. Dadurch, dass eine Membran nach vorne und die andere nach hinten gerichtet ist, erreicht sie sehr schön alle Zuhörer, gerade wenn das Gerät in der Mitte des Tisches steht. Und dann kommen wir zu unserem letzten Kandidaten, die Soundcore Motion Boom. Wir wollen nichts vorwegnehmen, aber das Ding ballert. Wenn ihr eine Bluetooth-Box sucht, die voll aufgedreht richtig gut klingt und vor allem in den Bässen richtig Wumms hat, dann können wir uneingeschränkt diesen Trümmer empfehlen. Das ist die einzig richtige Wahl für Raves und Trap-Partys. Und auch Rockmusik klingt wirklich außerordentlich voll.
Und das mit dem richtig gut klingen liegt vor allem an dem Feature, dass ihr über die Soundcore-App die EQ-Einstellung anpassen könnt. Damit könnt ihr die letzten paar Prozent mehr aus der Box rausholen und sogar Presets zu diversen Musikgenres abspeichern. Alle drei Geräte haben auch die Möglichkeit eines Stereo-Pairings. Bedeutet, wenn ihr jeweils zwei identische Boxen habt, könnt ihr sie koppeln und genießt dann vollen Stereo-Klang für ein noch besseres Sounderlebnis. Das Koppeln funktioniert über die Pairing-Taste direkt am Gerät oder über die App. Ein weiteres Extra bietet die Flip mit dem Party-Mode. Dieser bewirkt, solltet ihr noch weitere Boxen von JBL haben, dass ihr alle miteinander verbinden könnt. Durchaus praktisch bei einer Garten- oder Hausparty. Dann gibt es noch das Thema mit den Bluetooth-Versionen. Die JBL hat im Gegensatz zur Soundcore und zur Tribit nur Bluetooth 4.2 statt 5.0. Schade. Naja, was heißt das jetzt? In erster Linie geht es dabei um die Stabilität und die Reichweite, aber auch die Datenrate der Bluetooth-Verbindung. 4.2 überträgt eine Datenrate von 1 Mbit pro Sekunde. 5.0 dagegen doppelt so viel, also 2 Mbit pro Sekunde. Setzt man das in einen alltäglichen Kontext, zum Beispiel, dass Spotify bloß mit einer maximalen Bitrate von 320 Kilobit pro Sekunde überträgt, wird klar, dass diese Unterschiede wohl eher nicht in die Kaufentscheidung einfließen werden. Der Unterschied bei der Reichweite liegt draußen bei 50 Meter zu 200 Meter und innen bei 10 Meter zu 40 Meter. Davon abhängig sind aber außerdem Faktoren wie die Dicke oder Anzahl der Mauer zwischen Sender und Empfänger. Wenn ihr zu Hause also mehrere Zimmer oder Etagen habt, könnte zumindest hier 5.0 einen Vorteil bedeuten. Ansonsten sind alle drei Lautsprecher auch noch IPX7. Das bedeutet Schutz vor Schäden nach kurzzeitigem Untertauchen. Also kein Problem, wenn ihr in den Regen kommt oder eine Poolparty schmeißt. Naja, oder wenn ihr das Gerät mit unter die Dusche nehmt. Übrigens gibt es mittlerweile auch die Flip 6, die preislich hier nicht ganz reinpasst. Aber wenn wir uns die mal genauer anschauen sollen, dann schreibt das doch mal unten in die Kommentare. So, Fazit. Es gibt einfach keinen Sieger. Das können wir so festhalten. Die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, was brauche ich eigentlich? Ist euch die Portabilität wichtig? Braucht ihr ein kleines, leichtes Gerät? Dann macht ihr hier mit der Flip 5 nichts falsch. Oder soll es eher etwas stilvolleres sein, mit einem ausgewogenen Klang? Dann greift zur Tribit. Und wenn es doch eher ordentlich rumsen soll und ihr einen satten Bass braucht, na dann ist die Motion Boom die richtige Wahl. Klar, es ist immer so eine Sache, über visuelle Medien und Rumgequatsche einen Eindruck zu einem Sound oder einem Hi-Fi-Gerät zu bekommen. Wir haben versucht, es für euch irgendwie zu verdeutlichen. Naja, und es geht bestimmt auch schlechter. Für Fragen, Anregungen oder andere Vorschläge könnt ihr euch gerne die Kommentarspalte vornehmen. Und wenn ihr Bock habt, schaut auch gerne mal bei unserer Insta-Seite vorbei. Naja, und die Geschichte mit dem Daumen kennt ihr ja. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, dann schenkt uns gerne ein Abo. Dann kommt noch mehr von uns. Versprochen. Bis dahin, die drei Jungs von 3Lab.